lieber Dealer werden und deswegen ein Team verlernen. Gäb's nicht ein DJ mehr, wo kämen die ganzen Beats dann her? Jede Party wär für'n Arsch, gäb's nicht ein Lieber mehr. Deswegen respektier ich jeden, der seinen Teil beiträgt, sich reinlegt, dem Shit auch in schlechten Zeiten beisteht. Ich sag's nur, damit auch die Letzten es irgendwann doch schreien. Wär's damit vorbei, würden viele ins schwarze Loch fallen. Ja man, da unser Dasein erst durch Rap ein bisschen Sinn hat, wird's nie jemanden geben, der uns dran hindert. Denn Rap versorgt uns mit Energie wie ein Windrad und lindert den Schmerz, wenn die Seele überwintert. Stimmt das? Sicher, für mich die beste Therapie. Falls ich mal abstürze wie Kennedy, sag ich gelassen Tel Aviv. Und ich genieße es, wie den Geruch frischer Pieces. Man sieht es am Ergebnis der MV-Releases. Die erste Liebe auf den ersten Blick. Endlos wie Warteschleifen, ist halt mein Markenzeichen. Wie früher Adidas mit schwarzen Streifen. Weil ich das erste Mal flickte oder kiffte, nicht dass ich wüsste. Die Knöpfe am Equipment ersetzen Wachstumsbrüste. Das war die Bombe, Mann, wie meine erste On the Run. Die gab's noch nicht an jeder Ecke, das war das Besondere, Mann. Doch seitdem prägt es mich, durch Hip-Hop erlebte ich so viel geilen Scheiß wie andere ihr ganzes Leben nicht. So sieht's aus, mich hat's auch erwischt und echt draufgebracht. Viele Nächte lag ich wach und hab mir Styles ausgedacht. Die waren tight, ich muss sagen, ich hab das Beste draus gemacht. Das heißt, ich heul nicht rum, verkaufen wir nicht so vertausendfach. Glaub mir das, ich gebe Scheiß auf euer ganzes Geld. Was bringt uns die dickste Kohle, wenn bald keiner mehr zusammenhält? Wisst ihr, ich bin MC und hab Bock auf Competition. Doch zeig euch, wer der Chef ist, um jeden MC zu dissen. Weil's damals so in Mode war, sondern weil ich wusste, ich komm eh nie wieder ohne klar. Bin voll auf Beat Street abgefahren, das Label hat's mir angetan. Aufzuschreien war das erste, was mir in die Gedanken kam. Ja Mann, seitdem bin ich beim MCen geblieben. Hätte ich nie angefangen zu rappen, hätte ich bis heute nur geschrieben. Das einzige Mittel, mich auszudrücken, ist eben Rap. Ohne wär ich sprachlos und mein Absturz wäre perfekt. Wenn man die Sache mal bewusst checkt, ohne Rap wär ich gefrustet. Ich hätte vielleicht für irgendeinen Boss hart geschuftet. Folge ist das Dasein, es blieb jede Lust weg. Vielleicht wär ich ein Drunk, der sich einen Schuss setzt. Doch Schluss jetzt, denn hier ist Avenger. Bewaffnet mit Mike und Zeppler. Für den Leid und Hass im Hip-Hop schon immer fremd war. So bleibt im B, die perfekte Connecte. Für Rap-Scheiß, wo immer schon viel Liebe drin steckte. Alright.